Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Als erstes mal vielen lieben Dank an die bisherigen ganzen Zuschauer. Das freut mich wirklich immer sehr, wenn ich sehe, dass es euch gefällt und ja, ihr meine Videos schaut. Das ist wirklich eine coole Sache. Wir haben ja das letzte Mal das Feld 16 gepflügt. Trotz meiner Bedenken, dass es vielleicht zu nass wäre, ging das recht gut. Wir schauen uns gleich nochmal die Feuchtigkeit an. Oh ja, nur noch bei 4% und dafür die Tiefenfeuchtigkeit bei 85 mittlerweile. Das war vorher bei 48, dann hatte ich ein bisschen vorgespult. Da kamen wir, glaube ich, runter bis 46 oder 44 so in dem Dreh. Und das ist soweit echt in Ordnung. Aktuell ist hier im Spiel 19.14 Uhr. Ich würde sagen, ich fange jetzt nichts mehr an, was Arbeit angeht. Hüpf schnell ins Bett. Und na, du. Riesenkreuzer Typ. Kommt ja gar nicht durch die Tür. Hüpf schnell ins Bett. Zum nächsten Tag vor. 19 Uhr, 10 Stunden, das wäre um 5, machen wir mal 12 Stunden, 13 Stunden, das denke ich okay. Wetter ist gerade irgendwie fehlgeleitet. Ich habe die neueste Version, die zum Steam Release rauskam, drauf. Mal sehen, ob. Okay, Wetter ist wieder da, hervorragend. 8.15 Uhr, leicht bewölkt. Würde vorschlagen, wir schicken leicht bewölkten Regen, alles klar. Wir schicken den Helfer mit dem Glas auf das Feld. Jetzt muss ich kurz gucken. Erst Feld 15 und dann Feld 13. Und wir schnappen uns den MB-Truck und grubbern die Felder nach. Erstellen wir als erstes mit dem Herrn Spitzer wieder, Moment, eine Aufgabe, das geht hier. Aufgabe, neue Aufgabe, Feldarbeit, ganz klar, Fahrer, der Spitzer, das Gespann, der Arion 530, 3 Punkt. Und Fronthydraulik, die ist noch dran. Und das soll jetzt das Feld 15 bearbeiten. Feld Einfahrt kann ich nicht wählen, okay. Und Ziel danach soll theoretisch, was hatten wir jetzt genau? Feld 15, das Feld 13 sein. Mal sehen, können wir das schon auswählen? Nö. Man kann den also nicht zum nächsten Feld schicken. Dann soll er zurück zur Farm kommen. Vorgewendemanager ist noch nicht drin, aber Zungen munkeln, das wird bald losgehen. Theoretisch müsste er, genau, und er legt schon los. Hervorragend. Fährt mit offener Tür, ja. Okay. Die hatte ich vorher noch offen gelassen. Genau, wir schnappen uns jetzt den 1400er MB-Truck. Ich lasse meine Tür kurz auf. Handbremse los. Ich fahre schnell rückwärts bis dahin. Ja, Steam Release ist am 13. Februar erfolgt. Eine richtig coole Sache auf jeden Fall. Ein Riesenschritt für Master Brain Bytes. Und ja, wie schon oft gesagt, ich bin ja relativ häufig im Forum unterwegs. Und das ist wirklich so, dass
Community mitgefiebert hat. Es sind wirklich viele dabei, die, ja, ich weiß nicht, die sind halt von Anfang an bei dem Projekt mit dabei. Und mir geht es persönlich auch so, das hat man einen ganz anderen Bezug zu dem Spiel, als wenn man, ja, man kauft es im Laden und fertig, aber so fühlt man sich wirklich verbunden. Und das ist was richtig Cooles, also mir gefällt es sehr. Oh. Genau, jetzt werden wir uns mal an das Feld 16 machen. Wir werden, bevor wir losfahren, wenn ich es nicht vergesse, kann natürlich auch passieren, uns einfach die Bodenwerte vorher nochmal kurz anschauen. Dann werden wir das grubbern. Das sollte ja relativ schnell gehen. Wir haben ja eine Arbeitsbreite von an die 3 Metern. Genau. Ich hatte hier die unterste Spur quasi als ja, Wasserablaufrinne nochmal nachträglich gemacht. Ich muss gucken. Sehr gut. Genau, Bodenwerte. Hierhin im Besitz Feld 16. 0,64 Hektar, eine Lockerung, meine Katze, wer sie gehört hat, 100% gepflügt, 50% in der Tiefe und Lockerung 42. Man müsste mal sehen, also wie gesagt, hier kommen ja noch einige Werte dazu. Und Krankheiten, da bin ich echt gespannt, weil 2, 4, 6 verschiedene, das ist schon ein Brett. Genau. Wir merken uns, versuchen uns mal 42 in der Lockerung und 84 in der Tiefe zu merken. Ganz gut, weil das ist das Doppelte. Und dann legen wir jetzt einfach mal los. Schalten Allrad noch ein. Ist das jetzt? Ne, jetzt ist es eingeschaltet. Und legen einfach mal los. Irgendjemand hat unseren rechten Spiegel rangeklappt, aber okay. Nee, das ist nur Hinterradantrieb. Der hat hier seine Mühe. Hat sich ziemlich festgefressen. Ich gebe jetzt gerade Vollgas. Aber das funktioniert nicht. Sollten wir darüber nachdenken, den MB-Truck zu verkaufen und uns... Der war ja das letzte Mal schon relativ schwachpustig. Was hat der für eine PS-Zahl? 136. Der kleine Arion hat 145 und der große ist anderthalb mal so viel. Sollten wir wirklich den Schritt gehen und die 255.000 ausgeben mit Kredit? Wenn wir den jetzt verkaufen, den MB-Truck, was kriegen wir dafür? Den jetzt verkaufen, 28.000. 7.000 im Wert verloren. Was kostet der kleine Gruppe? Also früher oder später läuft das ja eh darauf hinaus, dass wir eine größere Maschine brauchen. Und mit dem hier machen wir uns ja jetzt nur kaputt. Wisst ihr was? Wir machen das. Ich fahre den jetzt zum Händler. Verkaufe den samt dem Grupper. Und gehe eine Nummer größer an die Sache ran. Das ist der Händler. Thank you.
dann müssen wir zwar einen Kredit aufnehmen, aber unterm Strich nützt uns das ja nichts anderes. Weil brauchen tut man. So oder so. Man könnte... Ach Mensch. Also ich würde den MB-Trag echt gern behalten, aber ich glaube, da ist eher was für Grünland. Genau, so machen wir das. Sobald das Grünland-Update raus ist, es wird zwar noch eine Weile dauern, aber dann sind wir wieder Besitzer von dem MB-Trag. Das verspreche ich euch. Denn ich mag den echt auch. Cooles Ding. Vor allem mit der Möglichkeit, den Sitz zu drehen. Dass wenn man dann hinten ein Schmetterlingsmähwerk dran hat und man da loslegen kann. Ich glaube, da ist eher, also mein Eindruck ist zumindest, dass der eher dafür da ist, als für schwere Bodenbearbeitung. Es wäre natürlich noch interessant zu wissen, ob man einen anderen Kurs bekommt, wenn man den beim Händler stehen hat und dann da verkauft. So. Ein bisschen leid tut es mir schon. Aber jetzt ist ja nichts. Wir wollen ja vorankommen. Genau. Halt. So. Hier oben seht ihr gerade 8 von 20 Maschinen. Das wird sich ändern. Die maximale Anzahl der Maschinen, die man sich leisten kann, mit dem Ansehen, was man hat. So, wir haben jetzt, muss ich kurz gucken, über F8 kann man das HUD ein- und ausblenden. Wir haben 147.000. 147, meine Fresse. 100.000, 110. Ich überschlage mal ganz grob. Wir wollen ja dann noch ein paar Reserven haben. Und wir kaufen uns natürlich gleich den großen. 110 plus 23 macht 133. Wir nehmen uns mal, ich hoffe, es funktioniert. Den 100. Mist. 120.000 Kredit. 36 Monate. 120, da hätte ich 147. Naja, zur Not können wir halt nur den Kleingrupper kaufen. 36 Monate finanzieren. Den kaufen wir uns jetzt. Jetzt mal gucken, was haben wir noch an Geld? 12.000, verflixt, das reicht ja nicht mehr für den Kleinen. Dann, ich bin auch ein Trottel, warum haben wir uns den Großen nicht geliehen? Egal. Der kostet 24 Stunden 720 Euro. Für 3 Tage 2.000. Zwölf Stunden reicht. Ich miete den jetzt. Sollte irgendwo hier stehen. Hallo? Ach, da steht hier. Dann müssen wir mal gucken, wie wir da jetzt hinkommen. Aber... Wir brauchen den einfach. Es nützt nichts. Ich versuche mir das gerade ein bisschen schön zu reden, merkt ihr, oder? Echt eine Menge Kohle. Jetzt müssen wir nur schauen, wo
Ich hole jetzt den Grubber noch. Und dann machen wir uns in der nächsten Folge daran. Wo steht er denn, der Schlingel? Dann machen wir uns in der nächsten Folge daran. Die Felder, die wir grubbern wollten, tatsächlich zu grubbern. Allrad aus, ne? Jetzt. Okay, rechts rum. Schauen wir uns in dieser Folge halt die Karte nochmal ein bisschen an. Das können wir erstmal schließen. Okay, wir haben den jetzt für einen halben Tag gemietet. Das heißt, wir müssen den 8:30 heute Abend wieder abgeben. Muss noch eins machen, die Karte etwas verkleinern. Na, Maus, komm her. So, links rum. Ja, das Steam Release ist am 13. Jahr erfolgt. Ich habe abends, heute Morgen eher, beziehungsweise am darauffolgenden Morgen, das Forum mal aufgerufen und da waren, keine Ahnung, 3 neue Seiten an Texten. Bei Steam habe ich ehrlich gesagt noch nicht reingeguckt, wie da die ersten Meinungen sind. Da war es in der Community zumindest so, dass da viele Bedenken hatten. Ja, wie soll ich sagen, es gibt wirklich eine Handvoll Leute, auch im Forum, es ist nicht die überwiegende Menge, aber die denken, oder die, bei denen hat man halt den Eindruck, dass die Early Access damit verbinden, okay, ich habe ein fertiges Spiel und kann dort alles nutzen. Aber dass das einfach nur eine Unterstützung der Entwickler ist, ist manchmal schwierig rüberzubringen. Also auch wenn ihr jetzt noch überlegen solltet, das Spiel zu kaufen. Es ist kein fertiges Spiel. Noch lange nicht. Es funktioniert. Bei mir. Fehlerfrei bisher. Aber es ist halt noch nicht so, dass da alles das, was auf Kickstarter geschrieben ist, was später kommen soll, beziehungsweise was geplant ist, dass das schon enthalten ist. Also noch keineswegs. Und dem muss man sich echt bewusst sein. Einige sind halt ja, mehr oder weniger in dem Bedenken, dass das die Luft ein bisschen verpestet um das Spiel rundherum. Den Simulator, das ist ja, wenn man gerade vorhin die Bodenwerte gesehen hat, es ist nicht einfach nur ein Spiel. Also das wird so umfänglich werden, dass man sich dem auch bewusst sein sollte. Gasbremse komme ich auch noch nicht so richtig zurecht. So. Da ist unser Grubber, der gemietete. So. Ich würde sagen, an der Stelle lassen wir es erstmal gut sein. Ich bewege mich zurück zum Feld Nummer 16 und wenn ich dort angekommen bin, seht ihr die nächste Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin.